einmal damit angefangen, gibt es wohl kein Zurück mehr. Zumindest schreibt ihr mir in jeder zweiten PN und Mail immer wieder die Frage, Tom, wann spielst du dann den nächsten Simulator? Und deswegen dachte ich mir, gut, für heute knüpfen wir uns doch nochmal einen weiteren Simulator vor. Und zwar einen der wohl bekanntesten, den Müllabfuhr-Simulator 2008. Zumindest haben wir hier die Demo-Version am Start. Es gibt ja bereits eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte. Den Müllabfuhr-Simulator 2011 kann man bereits im Handel erwerben. Ich habe da auch nach der Demo-Version gesucht, allerdings auf keiner Homepage irgendwo einen Link gefunden oder sonst irgendetwas. Wenn ihr vielleicht hier die Datei habt oder auf irgendeiner Website den Link dazu gesehen habt, schreibt es mir einfach, dann spielen wir das auch noch. Heute reicht uns erstmal die Version aus dem Jahre 2008 und die spielen wir jetzt. Spiel starten, Spielerprofil, ja, wir haben ja noch keins. Legen wir eins an, neuer Spieler. So heißen wir nicht, das machen wir mal weg. Oh, Error. Wie Error. Jetzt ist er irgendwie abgestürzt. Gibt hier schon die ersten Probleme. Obwohl, Tom P. hat ja eigentlich auch gereicht. Egal. Logo, was nehmen wir denn hier? Was ist das da? Was soll das sein? Eine Toilette? Was ist das hier? Was ist das? Kann ich... Also mit den Teilen hier kann ich nichts anfangen. Eine Einkaufstüte oder was? Egal, wir nehmen mal hier doch die Mülltonne. Das passt zu uns. Design. Ja, orange, ne? So Standarddesign. Lassen wir einfach mal so. Müllarten, Restmüll. Was sollen wir jetzt hier machen? Ach, kann man auch auswählen? Ne, nicht doch verwenden. Hallo, verwenden. Achso, ob kleine und große Mülltonne oder in so einen Müllsack, denke ich mal. Egal, wir nehmen alles mit. Wir brauchen die Kohle. Ja, und es geht ja eigentlich schon gut los. Also jetzt hier so soundtechnisch bin ich begeistert. Das geht richtig ab.